Hey, meine Lieben, mein Gina, da sind wir beim zweiten Teil, was das Thema Partnerschaft angeht. Wir waren beim letzten Teil in der Kennenlernphase, am Anfang der Partnerschaft, worauf es angekommen ist. Unter anderem haben wir auch gesprochen, Thema das Kennenlernen an sich. Die Zeit nehmen, habe ich, glaube ich, bestimmt 15 Mal gesagt. Und Kommunikation hatten wir, Interessen, Meinungen, Humor, ernste Situationen, erster Streit, ja, und Gemeinsamkeiten, Leben, Bewertungen und Erwartungen und einiges mehr. Wir gehen heute auf jeden Fall auch mal in funktionierende Abläufe, Party versus Couch, Urlaub, Finanzen und Schulden und vieles mehr, um einfach mal Dinge zu beleuchten, die vielleicht alltäglich sind, aber die nicht so oft besprochen werden. Und ich finde, es ist schon wichtig, über gewisse Themen zu sprechen. Fühl dich auf jeden Fall frei zu kommentieren und deine Meinung freien Lauf zu lassen. Natürlich keine Hasstiraden, aber dass man wirklich über ja, wichtige Themen authentisch und geradeaus spricht. Mich könnt ihr nicht treffen, es sei denn, ihr beleidigt, dann muss ich euch blockieren. Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Ich denke einfach, tobt euch aus. Ihr habt eine Meinung, dann kommentiert sie. Mir ist sie wichtig. Es geht nicht darum, dass sie mir gefällt. Okay? Also lasst uns mal einsteigen. Funktionierende Abläufe. Sind natürlich sehr wichtig in der Partnerschaft, denn wenn die nicht da sind, wird es echt schwierig in der Partnerschaft. Das heißt, ich habe eine Morgenroutine. Ja, ich persönlich zum Beispiel gehe morgens joggen, jeden zweiten, manchmal auch jeden dritten Tag. Also es ist nicht immer hardcore regelmäßig, aber ich gehe joggen, was für mich ultra langweilig ist, aber wichtig. Dann komme ich nach Hause und gehe duschen, mache Stretching und mache dann noch ein bisschen Hantelarbeit und wenn es nötig ist, gehe ich nochmal duschen. So, dann brauche ich meinen Tee, ja, und mache meine Arbeit, gucke, was zu tun ist und mache die dicksten Brocken als erstes. So, die nervigsten Aufgaben als erstes oder die wichtigsten, ja, oder beides, kann auch sein. So, das heißt, bis 12 Uhr bin ich durch, dann erst fange ich an zu frühstücken. Ich esse nichts vor 12, 13 Uhr. Ja, es kann mal vorkommen, aber es ist eher sehr selten. So, deswegen auch, ich sage ja immer, nicht dogmatisch leben. Und wenn ich jetzt eine Partnerin hätte, dann ist das doch so, dass ich mich da auch ein bisschen anpasse. Ne? Wie ist ihr Alltag? So, wohnen wir zusammen? Okay, wie ist das morgens? Muss ich da auf etwas Rücksicht nehmen? Oder hat sie ihren eigenen Ablauf, von dem sie sich auch nicht abbringen lässt? Und da kann man einfach schauen, wenn sie einen hat und ich einen habe, dann funktioniert das sehr gut, wenn wir uns synchronisieren. Dafür brauchen wir Aufmerksamkeit, aufrichtiges Interesse und dass wir es auch durchziehen. Denn wenn ich jetzt die Ambitionen habe, als Selbstständiger zum Unternehmer zu werden, was ne, viel Arbeit mit sich bringt, auch am Wochenende zum Beispiel, und sie ist angestellt oder ist woanders tätig als Selbstständige, ne, in derselben Stadt, andere Stadt, dann sollte man darüber sprechen, wie darf das ablaufen? Wann hören wir uns? Wann haben wir die Quality Time für uns beide? Einfach wichtig, dass man da wirklich funktionierende Abläufe hat, die füreinander spielen. Jeder für sich, dass man vorankommt und füreinander. Ein junger Unternehmer, den ich kenne, hier aus Hamburg, der hat eine Freundin in London. Und die sehen sich nur, ich glaube, einmal im Monat oder zweimal im Monat. Und die treffen sich dann, also entweder fliegt er nach London oder sie nach Deutschland, nach Hamburg. Und die haben dann ein Wochenende für sich zusammen, vielleicht plus ein, zwei Tage noch, und dann geht es wieder zurück. Während der Zeit, wo sie auseinander sind, kommunizieren sie über WhatsApp, Videochat, whatever. Aber auch immer nur dann vor der Arbeit oder nur nach der Arbeit. Wochenende gehört denen. Das heißt, Social Media ist off. Smartphone ist off. Wirklich pure Me-Time. Zu zweit. Zu zweit eins sein. Und das finde ich großartig. Das ist ein großartiges Beispiel, wie etwas funktionieren kann. Denn die haben beide ihre Abläufe und können ihre Wege gehen, ohne dass da irgendwas zwischenkommt. Pures Vertrauen. Warum? Pures Vertrauen, weil die Menschen, die beiden zum Beispiel, sehr seriös sind, sehr wissen, wo sie stehen, ethisch auch wirklich vertretbare Handlungen machen. Also die gehen jetzt nicht irgendwie permanent, weiß nicht, die Frau geht jetzt nicht mit 15 Typen irgendwie tanzen. Da können wir natürlich auch drüber streiten, ist das schlimm, nicht schlimm, ne? Thema Bewertung und Erwartung. Und da kann man einfach schauen, dass das zum Beispiel, es werden keine Drogen genommen. Man hat kein schlechtes Umfeld oder kriminelles Umfeld. Es ist alles so im Rahmen, dass es passt. Und wenn man dann funktionierende Abläufe hat, dann ist Vertrauen natürlich auf jeden Fall sehr, sehr hoch.
wer kein Vertrauen hat, das wird schwierig dann. Es braucht nur eine Person von beiden kein Vertrauen haben und es wird für beide schwierig. Und wenn man merkt, wenn du jetzt merkst, du hast kein Vertrauen in die Person, egal in welchem Bereich, ob es Finanzen sind, Selbstständigkeit ist oder in Bezug auf Männer oder Frauen ist oder Drogen an sich, dann spreche ich es an. Desto früher, desto besser. Ja, und wenn die Person extrem reagiert, okay, dann wird es ein hartes Brett, dann kannst du gerne zu mir kommen und wir sprechen mal drüber. Nur funktionierende Abläufe bringen euch beide nach vorne. Wie gesagt, individuell wie auch zu zweit. Der zweite Punkt ist, der zweite Teil vom ersten Teil, vom letzten Video ist Bewertung und Erwartung. Im Alltag, darum geht es ja hier, dieses Video in der Partnerschaft, im Alltag sind Bewertung und Erwartung eine gute Leitplanke oder Leitlinie. Nur sollte das nicht dogmatisch im Autopilot laufen. Was ich damit meine ist, ich habe das schon immer so gemacht und das finde ich gut. Ich habe das schon immer so gemacht und das finde ich schlecht, wenn jemand das anders macht. So wie du es machst, finde ich nicht so richtig, weil ich mache es anders. Das sind so Sachen einfach. Ja, oder hey, wir haben einen Termin zusammen, also was ist ein Termin? Wir haben ein Date zusammen, zum Beispiel im Restaurant. Du hast schon das zweite Mal abgesagt, finde ich scheiße. Ja, darfst du scheiße finden. Nur das sollte den Wert des Partners nicht senken. Das passiert tatsächlich bei vielen, nicht gleich beim ersten Mal, manchmal beim zweiten Mal, aber irgendwann, klar, drückt das ein bisschen. Nur sollte der Wert eben halt nicht gedrückt werden. Da dürfen wir einfach schauen, wie bewerte ich, was sind meine Parameter, wie erwarte ich etwas, woher kommen meine Erwartungen. Ich muss sie selber kennen, anstatt einfach immer nur zu bewerten und zu erwarten. Ich muss es kennen, aber ich sollte es kennen, wo es herkommt, welche Wirkung das hat. Weil letztendlich hinterfragen wir so uns selbst und kommen mit dem Partner oder der Partnerin besser klar. Verstehen. Was nicht bedeutet, dass wir alles tolerieren müssen, wenn es jetzt extrem wird. Ob es jetzt um Drogen geht oder Diebstahl, Schlägereien, andere Übergriffe, ja, dann ist irgendwo auch Schluss. Aber da gibt es auch Menschen, die sagen, interessiert mich nicht, kann einen machen. Gibt es auch sehr unterschiedliche Menschen. Wenn wir eine Bewertung und Erwartung haben, was die funktionierenden Abläufe angeht, ist das gut? Hab die höchsten Erwartungen an dich selbst und nicht an den Partner oder die Partnerin. Hab immer die höchsten Erwartungen an dich selbst. Du wirst dein Leben erfüllt leben können, unabhängig davon, ob die Partnerschaft funktioniert oder nicht. Oder auch, ob sie endet oder weiterläuft. Das ist unabhängig davon. Denn Wert kannst du nur selber bestimmen, der kann nicht gemindert werden, wenn die Partnerschaft nicht läuft. Okay? Dass man traurig ist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber, so, Bewertungen und Erwartungen hauen ordentlich rein. Die sind überall. Ins Kino gehen, essen gehen, Freunde besuchen, Geburtstagsparty, Urlaub, überall haben wir Bewertungen und Erwartungen. Warum? Weil wir uns dran richten und orientieren können. Es hilft. Nur permanent im Autopilot das zu machen, kann sehr schnell destruktiv werden. Oh, es ist schon wieder so heiß. Oh, hast du die gesehen mit dem roten Rock? Das passt gar nicht zu den Schuhen. Gestern, wo wir essen waren, es war schön, aber ich hätte nicht gedacht, dass XY. Die Frage dahinter ist, was hat man davon? Was hat man davon, dass man übertreibt mit den Bewertungen und mit den Erwartungen? Und ab wann ist übertrieben? Das ist individuell, da darfst du gerne reinschauen. Wichtig, und das ist der nächste Punkt, Verbundenheit und Abhängigkeit. Wenn ihr beide schon länger zusammen seid, habt ihr eine gewisse Verbundenheit. Und das ist schön, das ist was ganz Besonderes, auch was Magisches und auch Einzigartiges. Ja, man kann sich trennen und mit einem anderen Partner zusammenkommen und dann hat man auch eine Verbundenheit. Die ist anders. Ja, und Verbundenheit ist enorm wichtig, denn das schafft man durch schöne Momente, durch einzigartige Momente. Die darf man ausleben, kosten und auch wenn sie vorbei sind, darf man drüber sprechen. Weißt du noch, letztes Jahr? Weißt du noch, letztes Wochenende? Es war so schön, weißt du? Oder wie hast du, weißt du, kannst du dich daran erinnern und dann ruft man automatisch Bilder bei den anderen hervor. Bei dem Partner oder der Partnerin. Und das ist schön, das ist richtig schön. Verbundenheit ist wie ein Band, was einen zusammenhält. Ja, nicht zusammenknebelt, sondern was einen zusammenhält, wo man sagt, okay, ich übertreibe es nicht mit Seelenpartner oder so, sondern einfach, wo man wirklich sich liebt und aufrichtig ist und Respekt voneinander hat, auch wenn es schwierig ist, gerade dann, ja, das ist so Verbundenheit. Was sich manchmal mit reinmischt, und es kommt manchmal durch das Ego und den Verstand, ist die Abhängigkeit. Abhängigkeit
Ja, da würde ich jetzt gar nicht so das Lager aufmachen. Männer oder Frauen sind da krasser, die sich da reinstürzen. Es gibt aber auch Tendenzen und Neigungen dazu, dass es dann eher die einen oder die anderen sind. Da lasse ich das jetzt mal raus. Da könnt ihr gerne kommentieren oder du kannst gerne kommentieren. Ich würde sagen, Abhängigkeit in der Partnerschaft ist ein fieses Ding. Also da kann man wirklich 3 Jahre drüber sprechen, weil Abhängigkeit ist, also hat viel mit dem Ego zu tun. So, nein, ist doch gar nicht so. Okay, dann muss man drüber sprechen, weil man darf drüber sprechen. Wenn Abhängigkeit zeigt sich zum Beispiel, sagen wir mal, ein Klischee, die Frau will, dass der Mann zu Besuch kommt, weil sie ihn unbedingt sehen will. Ne? Und sagen wir, die Konstellation ist so, sie kann aber nicht zu ihm, weil er ist im Ausland oder kommt aus einer anderen Stadt nach Hause, ne? Whatever. Und er sagt, ja, das wird heute leider nichts, weil, also wir könnten uns zwar sehen, aber du hättest nichts von mir, weil ich wäre dann todmüde und du könntest nichts mit mir anfangen. Nicht reden, nicht kuscheln. Also du kannst mit mir kuscheln, aber ich kann nicht zurückkuscheln, weil ich schon eingeschlafen bin oder was auch immer. Lass uns das verschieben. So, dann ist sie, es kann auch andersrum sein, ja, dann ist sie geknickt zum Beispiel, weil sie die Erwartung hatte, dass sie sich sehen, weil vielleicht schon einen Tag davor sie sich nicht gesehen haben, was hier was Schönes ist, aber das Geknicktsein ist halt natürlich nicht schön. Darf aber sein, es hat seine Daseinsberechtigung, nur der Umgang damit ist wichtig. Sie ist geknickt und so, ja, weißt du was, ja, ist ja egal. So, und das ist einer der Sätze oder das Wort egal, es ist so schlimm, es ist so schlimm und widersprüchlich. Schlimm, klar, Bewertung, das ist jetzt hart bewertet. Vielleicht schlimm ist das falsche Wort, vielleicht eher anstrengend oder unnötig. Ja, dann ist egal. Dann ist ja egal. Warum egal? Wenn du so dahinterher bist, dann ist es nicht egal. Und auch selbst wenn du nicht dahinterher bist, ist es nicht egal. Ja, das haut man so raus. Ja, du weißt doch, wie ich es meine. Die nächste Floskel. Du weißt doch, wie ich es meine. Ja, dann sag's doch so, wie du es meinst. Ja, da sind wir aber unterschiedlich. Männer und Frauen sind in der Kommunikation sehr, sehr unterschiedlich. Insbesondere, wenn einer von beiden genervt ist oder gereizt ist oder einfach keine Energie mehr hat. Es gibt ja auch Menschen, wenn sie nichts zu essen haben, dann sind sie gereizt. Ja, da mag der eine oder andere jetzt sagen, oh ja, ich selbst oder ich kenne da jemanden. Ist nun mal so. Wir sind Menschen und keine Maschinen. Wir funktionieren nicht immer richtig. Und wir sollten auch nicht nur funktionieren, sondern einfach das Leben leben können. Also Abhängigkeit, wir wissen es alle, brauchen wir nicht großartig drüber reden, es ist nichts Gutes. Man sollte es aufdecken. Klammern ist Abhängigkeit. Wann bist du wieder zu Hause? Wann meldest du dich? Ja, wow, lass es sein. Man kann dasselbe sagen, aber einen anderen Ton, eine andere Intensität. Beispiel, ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Oder, hey, melde dich gerne jederzeit, wenn du Zeit hast. Ja, ich habe jetzt gerade eh Feierabend. Es ist was ganz anderes. Es sind quasi dieselbe Richtung, aber es ist eine ganz andere Intensität dahinter. Oder melde dich, wenn du kannst. Und wenn nicht, ich melde mich auf jeden Fall später nochmal. Ganz entspannt. Es ist nicht dieses Festhalten. Und das dürfen noch einige Menschen lernen, Frauen und Männer. Ja. Der nächste Punkt, den ich habe, ist Party versus Couch. Es gibt Menschen, die kommen zusammen und die sind beides. Also die eine Person ist Party, die andere Person ist Couch. Oder umgekehrt. Ja, also es kann auch passieren, dass beide beides sind. So eine Mischung. Die Konstellation, einfach schauen, okay, worauf hast du Bock? Ja, Wochenende. Es ist diese typische Einstellung, wie Millionen Deutsche leider haben, ist hoch die Hände Wochenende, weil ein Job ist scheiße. Saufen, Geld ausgeben, Sex, eventuell Drogen. Ist es das? Also Freitag oder Samstag Halligalli Party, um den ganzen Sonntag damit zu verbringen, sich wieder auf was ich, gesund zu werden, wieder auf Normallevel zu kommen, den ganzen Tag verprassen, weil man sich so scheiße fühlt, weil man so viel getrunken hat, so viel gekifft hat und so viel dies und so viel das. Das sind Extreme. Das ist genauso auch andersrum. So viel schlafen, so viel Nichtstun ist genauso. Ja, also das will ich nicht verteufeln, die andere Richtung, sondern es geht um Extreme. Die sind alle nicht wirklich richtig gut. Wie darf das aussehen in der Partnerschaft? Ist es ein Muss, dass ihr zusammengeht? Oder darf man auch alleine gehen? Also nicht alleine alleine, sondern alleine mit anderen. Und wenn die andere Person geht, zum Beispiel der Mann geht, ist es okay, wenn der mit 5 Frauen geht? Ist das okay, wenn die Frau mit 5 Männern geht?
Ja, also der eine oder andere mag dann jemand sagen, so, ja, auf gar keinen Fall. Ja, also die Konstellation ist oft so, Frauen gehen mitten, also untereinander weg. So. Und klar, das sind andere Männer. Ja. Wenn sie geht, ist es in Ordnung aus ihrer Sicht. Ja, wir machen hier nichts. Okay. Wenn der Mann sagt, ja, ich gehe jetzt mit meinen fünf Dudes, ja, und das sind so viele Frauen, oftmals gibt es da Gezeter. Die wenigsten Frauen sagen dann, okay. Für sie ist es okay, wenn sie geht. Ja, er soll es okay finden. Wenn er geht, ist es halt oftmals nicht so. Gibt es ganz viele, die sagen, Gleichberechtigung. Er geht, ich gehe und wir gehen zusammen. Ende der Geschichte, keine große Diskussion. Und das ist somit die beste Konstellation, die gesündeste. Die Frage ist natürlich, warum geht man auf Party? Ne? Der eine sagt, ja, warum muss der hingehen? Nur wegen den Männern oder so. Man takelt sich auf. Da kann man vielleicht sogar noch ein extra Video machen, weil da viel Beef gibt. Es gibt viel Beef, viele, viele Partnerschaften enden wegen sowas. Ja, der eine will den anderen beschneiden, also begrenzen, zurückhalten und dann fühlt er sich, er oder sie, dann eben halt ja nicht mehr frei. Und die Frage ist, okay, wie darf man das sehen? Ja, es gibt Frauen, die sagen auch zu vielen Männern, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, so ganz vielen Männern. Oder man sagt sich dann, der eigene Freund, der Mann sagt dann, ey, sag mal, hä? Was ist los? Ja, die wissen doch, wie ich es meine. Ja, vielleicht auch nicht. Und das kommt ein bisschen komisch rüber. Ja, nö, ist aber so. Ja, gut, dann. Ja, und dann haben sie ein Gespräch mit einer Freundin. Und auf einmal switcht die eigene Freundin sagt: Ja, Schatz, nee, ich habe das jetzt verstanden. Aha. Muss erstmal mit anderen Menschen drüber reden, damit du es verstehst. Okay, alles klar. Die Konstellation ist wichtig, die Kommunikation ist wichtig, die Bewertung und Erwartung ist wichtig. Und dass man erklärt, wie man, was für ein Mensch man ist. Ist man eher auf Party? Oder ist man eher so lazy oder eine Mischung? Ja, kann auch sein. Man muss nicht immer Party machen, man muss nicht immer nur auf der Couch rumliegen. Man kann auch mischen, man kann auch irgendwas dazwischen machen, kann spazieren gehen, schwimmen gehen, whatever. Ja? Kochen, zu zweit, was auch immer. Der nächste Punkt ist Finanzen und Schulden. Super interessantes Thema, ich glaube, da könnte man eine Serie draus machen. Jeder Part in der Partnerschaft bringt Geld und/oder Schulden mit rein. Wenn der eine Schulden hat und die andere hat dann eben halt viel Geld oder normal Geld und keine Schulden. Und die mit Geld und keine Schulden spricht die andere Person an und sagt, ja, wie sieht es bei dir aus und so? Für den ist es unangenehm. Sollte es nicht sein, denn viele rauschen dort rein in die Schuldenfalle. Ob mit 18, 19 oder 25 oder 35, 45, ist völlig egal. Aus Unwissenheit und nach der Gier der Bedeutsamkeit. Man will Bedeutung haben, was normal ist, in Bezug auf, seht her, was ich habe und gar nicht, seht her, wer ich bin. Ja, weil wer ich bin, ist viel wichtiger als das, was ich habe. Nur unterlegen wir halt immer ein Klischee, habe ich ein Haus, und also ein großes Haus oder ein luxuriöses Haus, habe ich ein luxuriöses Auto, dann bin ich jemand. Wir brauchen auch nur in der Großstadt auf die Straße gehen. Eine Stunde hinstellen und wir sehen dann einfach mal ein paar Leute gerade am Wochenende. Das dauert keine 5 Minuten am Wochenende. Wird rumgebrettert wie Sau. Ja, Auspuff, getuned, ganz laut. Ja, hier bin ich. Ja, das bin ich. Und so. Ja, okay. Du fährst dann 50 Mal im Kreis in der Stadt, um, damit du dein Auto zur Schau stellst. Okay. Du hast dann also nichts, sondern, also du hast was, aber du bist dann irgendwo nicht nichts, sondern einfach weniger. Ja. Kann man darüber streiten, wie man das betrachten will. Ich finde luxuriöse Autos super, super interessant und schön. Ich definiere mich nur nicht drüber. Und da muss man einfach schauen, wo man steht. Finanzen, wie gehe ich damit um? Habe ich mein Geld diversifiziert? Habe ich mein Geld angelegt? Also diversifiziert angelegt zum Beispiel in Aktien, in Fonds, in Unternehmen, ja, in Vereine, Spenden zum Beispiel. Habe ich eine Wohnung gekauft, wo ich dann später nochmal 5 Wohnungen kaufe dadurch und später dann ein Haus kaufe, was ich dann vermieten werde. Nehme ich Schulden auf, um Geld zu machen, beispielsweise, ist auch ein Thema. Ne? Spreche auch oft mit meinem Sohn drüber. Der einzige Punkt, wo du Schulden machen solltest, ist, nimm dir einen Kredit auf, der so hoch ist, dass du das Geld diversifizieren kannst und anlegen kannst, dass das Geld für dich arbeitet, während du schläfst. Eins von dreien kann schief gehen, das passiert häufig. Das Risiko ist dabei, das ist ganz normal.
Und da eben halt auch in der Partnerschaft, wie risikofreudig ist dann dein Lebenspartner oder Lebenspartnerin? Ist der eine risikofreudig und die andere Person lässt das nicht zu, dann wird das ein bisschen happig. Wenn die andere Person das zulässt, dann sagst du, ey, okay, krass, würde ich mir nie zutrauen, aber ich finde es cool, was du machst, top. Oder beide machen es, top. Ja. Das ist schon echt wichtig, darüber zu sprechen und auch offen zu sagen, hey du, ich habe Schulden, 300 Euro oder 30.000 Euro, ist völlig egal. Also egal, dass du es hast, es ist natürlich wichtig, darüber zu sprechen, wie das dann geht wegen Heiraten, Unternehmensgründung, Kinderkriegen, whatever, ne? Hochzeit. Hochzeitspläne auch, ne? Die Hochzeit kostet viel Geld. Wobei das Ding ja nicht Hochzeit heißt, sondern Hochzeit. Schulden in Deutschland sind sehr speziell, weil, also nicht Schulden an sich, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen, die Kommunikation nach außen, nämlich null. Will ich nicht drüber reden. Warum nicht? Wenn du nicht mit mir drüber redest, als Partnerin, dann können wir auch keine Pläne schmieden. Also keine Überraschung. Nackig machen, also transparent machen, was das angeht. Drüber sprechen und sagen: Hey, du, ich habe 17.000 Euro Schulden. Ich arbeite das ab seit 3 Jahren und ich habe jetzt, also es waren vorher 25 zum Beispiel oder 21, was auch immer, jetzt sind 17 und ich brauche noch 1,5 Jahre, 2 Jahre, dann ist es weg. Okay, weißt du was? In der Zeit lernen wir uns kennen. Okay, danach können wir loslegen, danach können wir Pläne machen, wenn das alles gut gelaufen ist bis dahin. Alles klar. Okay, let's go. Ganz einfach. Und nicht, oh Gott, mein Partner oder meine Partnerin hat Schulden, oh Gott, nee, dann wird das eh nichts. Ja, dann hast du ein Thema damit. Wenn jemand Schulden hat, dann ist es sein Thema, aber er oder sie muss damit klarkommen. Aber deswegen sollte man jemanden nicht in den Wind schießen. Ja, oder weniger, ja, wertvoll finden. Macht euch einen Plan. Das ist die Message daraus. Urlaub. Das ist halt auch ein sehr besonderer Part. Ich will auf die Fidschi-Inseln. So, Partnerin sagt, nö, da war ich letztes Jahr. Okay. Deswegen darf ich da jetzt nicht mehr hin. Nö, du kannst ja hinfliegen. Oder nächste Version ist, nee, ohne mich fliegst du da nicht hin. Aber ich war ja schon da, also fliegst du ja dieses Jahr nicht hin. Und denkst so, okay, ein bisschen weird, ja, muss man drüber sprechen. Schau einfach, wo darf es hingehen. Erstmal ganz grob, Norden, Süden, warm oder kalt. So, ganz grob. Hinsetzen und sagen, ey, gar nicht ein Land benennen, sondern einfach Norden, Süden, kalt, warm. Berge, Wasser, Steppen, Städte, Inseln. Also gibt es genug Möglichkeiten, darüber zu sprechen. Dann kann man sich festlegen auf einen Ort an sich. Und da kommen natürlich die Finanzen wieder mit rein ins Spiel. Wie viel darf das kosten? Die Kosten und auch die Planung haben wir gleichermaßen Urlaub. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man selbstständig ist und es läuft alles. Dann kann man sagen, okay, ich kann fliegen, wann ich will. Wenn man angestellt ist, muss man fragen. Ja, muss man fragen oder die Planung einsehen, wann darf man Urlaub machen. Was ich sehr anstrengend finde. Genau, und dann kann man letztendlich planen. Ich würde nur nicht immer bei allem Kleinen beigeben oder etwas bestimmen müssen. Also beide Seiten sind falsch. Da einfach mal miteinander reden und zuhören und sagen, gut, können wir so angehen. Am Anfang. Entweder wird es am Anfang einer Partnerschaft schon haarig oder später. Das ist ganz komisch. Entweder ist es wirklich so am Anfang, nee, da will ich gar nicht hin. Denkst du ja, wow, ey, okay. Da gibt es anscheinend überhaupt keinen Diskussionsraum. Ja, super anstrengend. Oder eben halt mit dem Alter. So, nee, nee, das ist mir zu weit weg. Und wird ein bisschen rumgemosert. So. Es gibt auch Pärchen, die sagen, nö, ich fliege dahin und er fliegt dahin. Fertig. Und dann beim nächsten Mal fliegen wir zusammen. Das ist ja die Frage, wie häufig hat man Urlaub? Weil sonst heißt es irgendwann, ey, wir haben 3 Jahre zusammen keinen Urlaub gehabt. Schwierig. Einfach miteinander reden. Das macht das Ganze einfacher. Beruf und Privat in der Partnerschaft. Das ist der nächste Punkt. Vorvorletzter Punkt. Wir haben noch 3 danach. Beruf und Privat ist wichtig, dass man da wirklich eine gerade Linie hat. Beruf ziehe ich durch. Privat. Privat finde ich, darf man sich abstimmen. Wie darf was laufen? Wie will ich sein? Privat bin ich jemand, der in Jogginghose rumläuft, zu Hause. Wie laufen die Einkäufe ab?
Wie ist es generell privat? Ja? Bin ich sehr unterschiedlich zwischen Privat und Beruf? Bin ich vom Beruf sehr schnell gestresst und es geht ins Private mit rein? Wie bin ich? Wie ist mein Partner oder meine Partnerin? Da darf man einfach genau hinschauen, wie der Alltag so ablaufen darf. Alltag hat Alltagsroutinen. Und die dürfen manchmal auch so einen Knicks kriegen, so einen Riss, damit man mal aufwacht und sagt, okay, wow, okay, das funktioniert anscheinend nicht mehr. Und dann muss man einfach miteinander sprechen. Ich finde, wenn man zusammensitzt am Esstisch, kann man gut drüber reden. Oder wenn man sich auf die Couch fläzt und irgendwas guckt zusammen, kann man so beiläufig so was raushauen. So, sag mal, du, mir ist in letzter Zeit voll aufgefallen, dass du so müde nach Hause kommst. Was ist denn da los? Ja, ach, Arbeit, das ist nur das Projekt, es dauert noch 3 Wochen und dann ist das Ding durch. Okay, alles klar. Dann guck mal weiter. Leichtigkeit ist das A und O, die Stimmung ist das A und O. Wenn man eine gute Stimmung hat, dann kommt auch die Leichtigkeit wieder mit rein. Und das dürfen wir im Alltag nicht verlieren. Der nächste Punkt ist intensiver Streit versus anhaltender Streit. Ein intensiver Streit ist ganz gut, wenn er mal vorkommt. Und mal ist jetzt schwierig zu sagen, was für ein Zeitraum das sein soll, ob das innerhalb von einer Woche ist, einem Monat ist, einem halben Jahr, whatever. Und natürlich die Thematik, ne? Die Intensität dahinter. Der Streit kann Reibungen verursachen, wo man sagt, okay, jetzt es gibt noch mehr an Wert in dieser Partnerschaft nach diesem Streit, weil ich verstehe meinen Partner oder meine Partnerin halt noch mehr, noch besser. Und das führt einen wieder zusammen. Ist er aber anhaltend, immer wieder, penetrant, jeden Tag, jeden zweiten, jeden dritten Tag, gefühlt also jeden Tag, irgendwann platzt man, irgendwann kann man nicht mehr. Und Floskeln bringen dann nichts, wie, ja, du verstehst mich nicht. Ja, offensichtlich nicht. Erklär dich ein bisschen anders. Oder erklär die Sachlage einfach ein bisschen anders. Schaut, dass ihr Streitereien toleriert, dass ihr also Streitereien, eine Streitkultur toleriert, die gesund ist und habt ein Auge drauf und ein Gefühl dazu, wie häufig ist das? Also kein Buch führen bitte jetzt, sondern einfach schauen, wie ist das Ganze? Wie entsteht das? Woher kommt das? Welche Muster stehen dahinter? Ist es immer wieder etwas, was immer wieder auftaucht? Ja. Und dann erkennt man die destruktiven Quellen. Und kann sie besser eliminieren, weil man sie besser vorher verstanden hat. Vorletzter Punkt ist die Kommunikation Teil 2. Denn im Teil 1 ging es ja eher darum, so WhatsApp-technisch, ne, telefontechnisch zu kommunizieren. Hier in dem Bereich, in dem Video über das Thema Alltag. Ja. Wieder die Konstellation. Lebt man in derselben Stadt oder nicht? Wenn nicht, ist die Kommunikation höher. Oder niedriger. Also die Frequenz. Ist sie höher oder niedriger? Viel oder weniger? Ist man in derselben Stadt, selbes Spiel? Und wie sieht sie aus? Weil, wenn man in derselben Stadt lebt, warum sollte man permanent, durchgehend, in jeder Sekunde sich schreiben? Per WhatsApp. Oder was hin und her schicken? Warum? Man ist so abgelenkt. Ja, warum? Klar, ein guter Grund ist, ich liebe diese Person. Du liebst diese Person. Das ist klar. Da rutscht dann aber auch vielleicht wieder die Aufmerksamkeit, Schrägstrich, Abhängigkeit mit rein. Das Thema hatten wir ja. Und die Abhängigkeit ist der langsame Tod einer Partnerschaft. Und da drauf zu schauen, ist enorm wichtig, denn die Kommunikation sollte Qualität haben, die sollte leicht sein und sollte für einen sein. So, wenn ich jetzt schreibe, hey, Babe, wie geht's dir? Wie läuft dein Tag? Habe ich keine Erwartung, dass das jetzt beantwortet wird. In einer Stunde, in 3 Stunden, in 8 Stunden. Oder wenn ich sie sehe. Ja? Am Abend sehen wir uns ja sowieso. Wenn man zusammenlebt, erst recht. Und wenn nicht, dann trifft man sich. Also ich fahre dann zu ihr oder sie zu mir oder man telefoniert abends. Es gibt so viele Möglichkeiten und die Kommunikation ist so wichtig, dass man da wirklich klar und deutlich miteinander spricht. Liebevoll, aufrichtig, empathisch, aber auch, nicht aber, sondern und, klar und deutlich. Wer klar und deutlich spricht, mit sich selbst, in Gedanken, sowie auch zu anderen Menschen nach außen hin,
hat weniger Unklarheiten in sich drin. Also das ist wesentlich einfacher zu verstehen. Wenn Menschen, die klar sprechen, da weiß man genau, woran man ist. Da redet man nicht um den heißen Brei. Man redet geradeaus. Und dann weiß jeder, woran man ist. Und das ist für jeden wesentlich einfacher. Kommunikation ist das A und O. Kommunikation ist das älteste Problem der Menschheit. Wirklich. Ob so durch Zeichensprache ist oder. Ah, es gibt so viele Themen im Bereich Kommunikation, da kann man auch mal eine Serie draus machen. Nur Kommunikation, überlegt euch, was ihr sagt. Nehmt euch Zeit. Klassiker ist doch, wie geht's? Wer muss ja? Wow, ey. Muss setzt Zwang voraus. Dir muss es gut gehen. Wer steht mit einer Pistole an deinem Kopf? Ja, es gibt Tage, wo es einfach echt mies läuft, wo man sich echt ätzend fühlt. Nur muss ja ist so Autopilot-Bullshit-Antwort. Deswegen Menschen, die mir nahestehen, oder sagen wir mal was andersrum, Menschen, die mir nicht nahestehen, die frage ich, wie geht's dir? Nicht, weil sie mir weniger wichtig sind, aber es ist halt mehr Distanz dazwischen. Wenn ich Menschen treffe, die mir am Herzen liegen, ob es Familie ist oder engster Umkreis von Freunden, dann frage ich, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Weil die Person könnte jetzt mehr die Chance nutzen, zu sagen, ich gehe jetzt mal in mich und fühle mich, wie ich mich überhaupt fühle. Das ist eine gute Frage. Man kann dennoch, wie bei, wie geht's dir, auch so antworten. Ja, gut. Wie fühlst du dich? Ja, gut. Kann man genauso plump antworten. Das ist klar. Nur, man nimmt das Tempo raus. Wenn jetzt jemand fragt, wie geht's dir, wie fühlst du dich? Und jemand sagt dann, ja, fühle mich gut. Wirklich? Geht's dir wirklich gut? Man muss nicht übertreiben, man muss es nicht jeden Tag machen, man muss es nicht jeden Tag mehrmals machen, man muss nicht, ne, jede Woche, aber an sich aufrichtig Fragen stellen und nicht Klassiker jeden Montag und über ein Wochenende. Wenn dich das nicht interessiert, dann frag nicht. Wenn du weißt, dass die Person eh ein scheiß Wochenende hatte, frag nicht, wenn du es nicht hören willst. Stell Fragen, wo du weißt, welche Antworten kommen werden. Also in welche Richtung, weil die Menschen sind immer noch Menschen mit Verhaltensmustern. Und wenn du ungefähr weißt, wie das Wochenende war, dann frag nicht danach. Dann sei denn, du willst unbedingt drüber reden. Die meisten Menschen fragen oder stellen Fragen, weil sie selber etwas zu erzählen haben. Das hat der Witz. Achte aber beim nächsten Mal vielleicht drauf, wenn du eine Frage stellst oder wenn die Person an dich eine Frage stellt, wie die Mimik ist und wie die Lippen sind. Oft gehen sie dann auf, während du redest, weil sie selber schon nicht mehr abwarten können zu erzählen. Manche kennen das Gefühl und manche kennen auch diese Situation. Der letzte Punkt, lass uns mal zum Ende kommen. Zusammenziehen. Teil 1 von 2. In dem nächsten Video, das Thema Zukunft in der Partnerschaft, wird der zweite Teil drin vorkommen. Wir gehen jetzt hier einfach mal drauf ein, im Alltagsvideo, denn Zusammenziehen ist auch echt ein Thema. Da, ja, vielleicht nochmal auch da extra Videos machen, könnt ihr gerne kommentieren, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Denn wenn man zusammenzieht, hinterlässt man etwas. Man hinterlässt jeweils die eigene Wohnung. Oder eine Person zieht zu der anderen. Aber mindestens eine Person hinterlässt etwas. Also lässt etwas zurück. Entscheidet sich, das da zu lassen. Und oftmals, Klassiker, oftmals ist es so, dass Frauen eher das so machen, dass Männer zu denen ziehen. Es gibt es auch andersrum. Ja, auf jeden Fall. Da würde ich auch gar nicht sagen, irgendwie 50-50 oder 60-40 oder so, sondern es, ja, gibt es auf beiden Seiten, aber auf jeden Fall glaube ich mehr, dass Männer zu den Frauen ziehen. Hängt aber auch von der Umgebung ab und Menschen ab. Also es gibt Menschen, die sind wohlhabend und die bleiben da, wo sie sind oder was auch immer. Es gibt so viele Varianten, egal. Das Zusammenziehen ist wichtig, weil man bedenken sollte, jetzt Worst Case gedacht, was mache ich, wenn es schief läuft? Gar nicht dieses, es wird schief laufen und den Fokus drauf haben, das meine ich nicht, das ist ein Unterschied, sondern wirklich, 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 weil so rosa-rote Brille ist ganz, ganz toll, fühlt sich schön an. Das ist aber ein Tritt zwischen die Beine, während du schläfst, wenn es schief läuft. Bist du auf der Straße, kannst du irgendwo hin, zurück zu Mama. Ja. Ist ein hartes Brett. Deswegen schau einfach, wie du damit umgehen willst. Wenn es soweit ist, willst du dir Zeit lassen? Würde ich sagen, ja, lass dir Zeit. Denn Menschen haben Macken. Und die sind okay. Die sind ja irgendwo her durch Erfahrung. Die sind okay. Die sollte man aber auch kennenlernen, bevor man zusammenzieht. Es gibt manchmal echt ein böses Erwachen.
Man zieht zusammen, es läuft Monate alles gut. Und auf einmal, bupp, kommen die ersten Macken hoch, weil dieses rosa-rote Spiel endet langsam. Das wird immer nüchterner und nüchterner. Nicht langweiliger, kann immer noch liebevoll sein, aber nüchterner. Und es gibt natürlich Ausnahmen, ja, ganz ähnlich. Also da gibt es auch Ausnahmen. Nur, was machst du, wenn es schief läuft? Viele haben keinen Plan dafür, weil es einfach zu nüchtern ist. Zu, oh, wenn ich so darüber nachdenke, liebe ich ihn ja gar nicht mehr. Das hat damit gar nichts zu tun. Es geht auch um dich. Das ist der Punkt, Abhängigkeit. Du solltest nicht an den Punkt kommen, wo du dich selbst vernachlässigst. Es geht auch um deine eigene Sicherheit. Es geht auch um dich. Am Ende des Tages sollte es dir gut gehen. Es geht um jeden Tag in deinem Leben, nicht irgendeinen Tag. Jeden Tag. Am Ende des Tages sollte es dir gut gehen. Wenn es dir gut geht, dann kann es auch den Menschen gut gehen. Beziehungsweise dann kannst du dich um die Menschen kümmern, dass es denen gut geht oder besser geht, wenn es dir gut geht. Und hast die Möglichkeit. Dann ist es die Best-Case-Variation. Und zusammenziehen. Ja, da kommt wieder das Thema Finanzen. Wer bezahlt was? Hälfte, Hälfte? Oder ich bezahle die Miete, du Nebenkosten und Essen? Wie darf das aussehen? Wie viel können wir denn sparen für unsere Ziele nebenbei? Oder überstürzen wir uns da gerade rein und wir können gar nichts mehr sparen, weil geile Bude, sau teuer und kleines Gehalt, aber wir haben uns beide? Langfristig baut das ab. Kann man machen? Das ist nur die Frage, ob es passt oder nicht. Ne? Richtig und falsch würde ich gar nicht jetzt hier reinhauen. Also, schaut im Großen und Ganzen, auch wie im ersten Video schon, nehmt euch die Zeit zum Kennenlernen. Gerade auch der Alltag, die Kennenlernphase ist vorbei, der Alltag kommt. Haftet nicht zu sehr an etwas oder jemanden. Und schaut einfach, wo ihr euch selbst schützen könnt, wo ihr aber gleichzeitig die Partnerschaft aufbauen könnt und die Qualität des Inhalts in der Partnerschaft erhöhen könnt. Nicht auf Krampf, beiläufig. Leichtigkeit sollte das A und O sein und eine tolle Stimmung. Die beiden Sachen, wenn ihr das habt, dann läuft das meistens lange, lange, lange Zeit sehr, sehr gut. Heißt auch, dass man manche Macken des anderen annimmt. Mal abgenommen von Drogen, Übergriffe körperlich, Beleidigung, Rassismus, whatever. Ja, so, das sind so. Ja, manche haben auch keine Themen mit Drogen. Ja, mein Partner nimmt die ganze Zeit Drogen, ist mir egal. Okay. Jeder entscheidet das für sich selbst. Okay. Und das ist enorm wichtig, dass ihr wisst, dass es nicht diesen einen heiligen Gral gibt. So und so ist also das und das definiert eine perfekte Partnerschaft. So und so muss es dann laufen. Das ist eine gute Richtlinie. Das werdet ihr nie schaffen, jeden Tag einzuhalten, weil wir Menschen sind. In diesem Sinne, nimmt das mit. Alles beginnt mit dir selbst. Und mach das Beste draus. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ist ein langes Video gewesen. Und beim nächsten Video geht es um das Thema Zukunft. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Da haben wir das Thema Zusammenziehen Teil 2, richtig versus falsch. Und Vorstellungen besprechen. Also Vorstellungen von der Zukunft, gemeinsam Zukunft besprechen, Kinderwunsch versus Solo zu zweit und Business oder Angestellt, wie darf das in der Zukunft weitergehen? Dann gibt es auch in diesem Video, in einem Zukunftsvideo, auch das Fazit zu allen anderen Videos vorweg. Das heißt, es lohnt sich definitiv auch nochmal da reinzuschauen. Ich freue mich natürlich über ein Like, noch viel mehr über einen Kommentar von dir oder mehrere. Noch viel, viel mehr freue ich mich über ein Abo. Das hilft mir enorm und es kostet dich nur eine Sekunde. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Anschauen und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.